Ja, sehr geehrte Bundesministerin, liebe Frau Stark-Watzinger, sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Blume, verehrter Oberbürgermeister, lieber Herr Horn, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Gäste. Es ist mir solch eine Freude, nach über 2 Jahren Pandemie Sie alle sehr, sehr herzlich zu diesem Festakt im Rahmen der Jahresversammlung der DFG willkommen zu heißen. Dieser feierliche Abend mag nicht nur den Rednerinnen und Rednern, sondern uns und Ihnen allen eine Bühne sein, eine Gelegenheit bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wortbeiträge und Gespräche werden eingerahmt, das haben Sie eben gehört, von der beschwingten Untermalung des Jazzensembles und später auch der Big Band, die Sie dann neben dem See auf der Bühne später bewundern können und hören können, des Jazzensembles und der Big Band der hiesigen Hochschule für Musik, auf deren weitere Darbietungen ich sehr gespannt bin. Werte Musiker und Musikerinnen, haben Sie bereits jetzt ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Spiel. Mein ganz besonderer Dank gilt aber auch der Universität Freiburg. Und stellvertretend Ihnen, geschätzte Rektorin, liebe Frau Kriegelstein, für die beherzte Gastfreundschaft, unsere Jahresversammlung in Ihren Räumlichkeiten zu beherbergen. Dieser Dank gilt ebenso der Stadt Freiburg und Ihnen, lieber Herr Horn, für das stets produktive Zusammenwirken von Stadt und Universität. Wir haben eben bereits kurz darüber gesprochen. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Forschung blühen kann. Dieses Zusammenwirken zwischen Politik und Forschung ist keineswegs selbstverständlich. Immer wieder müssen Sinn und Mehrwert neugiergetriebener und streng qualitätsgeleiteter Forschung neue politische Mehrheiten finden. Dafür braucht es ebenso einsichtsvolle wie leidenschaftliche StreiterInnen für diese Sache, nämlich internationale Spitzenforschung in Deutschland zu ermöglichen und ihre Bedingungen dauerhaft sicherzustellen. Deswegen möchte ich Ihnen, sehr verehrte Bundesministerin, für Ihren nachdrücklichen Einsatz für die Belange der Forschung im Bundeskabinett ausdrücklich danken. In diesen Zeiten ist das ja auch nicht so ganz einfach, das darf man mal sagen. Dieser Dank gilt ebenso Ihnen, lieber Herr Minister Blume, für Ihre Arbeit in der GWK, für die erfolgreiche Koordinierung der Wissenschaftspolitiken der Länder und die Abstimmung mit dem Bund. Ihrer beider Bereitschaft, das Wort an uns zu richten, beehrt diese Festveranstaltung nicht weniger als die Forschung in Deutschland, die Sie hier mit vielen Repräsentantinnen und Repräsentanten vertreten sehen. Und anders als in früheren Jahren kommt allein in dieser Bereitschaft noch gar nicht alles zum Ausdruck, was authentisches Engagement umfasst. Denn Sie haben es sich nicht nehmen lassen, anzureisen, um in physischer Präsenz zu uns zu sprechen. Dieses Engagement versteht sich inzwischen nicht mehr von selbst. Es ist daher für uns bedeutsam und ehrt und freut uns umso mehr. Schließlich möchte ich die Vertreterinnen und Vertreter unserer Mitgliedseinrichtungen und aller DFG-Gremien begrüßen und auch Ihnen und allen weiteren Forscherinnen und Forschern, WissenschaftsmanagerInnen und MitarbeiterInnen der DFG-Geschäftsstelle danken für Ihre Anwesenheit bei dieser feierlichen Stunde. Hinter uns liegen 2 mehr als turbulente Jahre. Ich glaube, das teilen wir alle
und ein Ende ist leider nicht in Sicht, worüber ich dann ja auch noch sprechen werde. Aber lassen Sie mich doch in aller Knappheit schon jetzt sagen, der Kompass, der uns als Gesellschaft insgesamt durch schwierige Zeiten führt, das war in der Vergangenheit das stets vertrauensvolle Verhältnis von Politik und Wissenschaft. Dieses Vertrauen erneuern wir schon symbolisch im Zusammenkommen, im Austausch und in festlicher Verbundenheit am heutigen Abend. Möge dieser Abend dazu beitragen, gewachsenes Vertrauen weiter zu festigen und uns helfen, gemeinsam und mit Tatkraft die Herausforderungen anzugehen, die, und ich glaube, da sind wir alle gewiss, vor uns liegen. Haben Sie alle vielen Dank für Ihre Anwesenheit und Ihr Zutun zu einer starken und freien Forschung in Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Städten, Ländern und im Bund. Lassen Sie uns gemeinsam weiter vieles bewegen für die Forschung, doch lassen Sie uns zunächst einen schönen Abend feiern und neu an die Vertrautheit des Miteinanders anknüpfen. Vielen Dank. Thank you.